Mal schauen. Also ich will noch ein K.O. sehen. Das, oh, aber wozu K.O. spielen, wenn man so harte Kombos machen kann? Wobei K.O. kann man auch noch härter schlagen, ne? Kann man dazu sagen. Okay. Dash Attack, einmal über die ganze... Ah, hier die Tech Chases. Aber nicht so geklappt. Aber ich sehe schon, auch in diesem Set wird Therion für Shield Breaks gehen. Kassiert hier allerdings die Fair und verliert den Stock. Okay, schöne Dash Attack. Ja, ich meine, DDD ist schon immer sehr früh geflogen, also so prozentmäßig. Da bin ich mal gespannt, wie das bei Robin aussieht. Ich kann tatsächlich überhaupt nicht einschätzen, wie schwer Robin ist. Ich würde sagen, so wie Mario vielleicht. Und tot. Okay. Ja gut, nur 41%. Okay, dann schauen wir doch mal. Oh, aggressiv offstage. Immer noch da. Und weggespiked. Oh, gerade so. Oh, der setzt die Abi ja so gut ein. Auch eine echt coole Attacke, die Abi von Violet. Okay, das ist ein ganzer Stock-Lead. Mal schauen, ob Splash Mage da nochmal zurückkommen kann. Möglich ist es auf jeden Fall. Gerade mit einem Charakter wie Robin, der unfassbar starke Attacken hat. Oh, ich dachte schon, da kommt noch ein Smash oder so. Aber der Snipe, oh, hat's versucht mit noch einem. Okay. Wallbreaker. Und mal gucken, wie viel Schaden Therion noch machen kann. Oh, überlebt hier die Fair. Gerade so, aber die Nähe geklärt. Okay, also Last Stock, erstes Game hier. Okay, so langsam muss ich den Ventilator hier mal ausstellen, sonst erfriere ich noch. Es geht tatsächlich ziemlich schnell. Oh, danke. Okay. Und von der Zeit her tatsächlich... Oh, der Upsmash! Killed bei 115%. Ja, Up Air, Upsmash. Byleth killed insane. Also die Peitsche, beziehungsweise das Schwert, was ja eine Peitsche ist, killt auf jeden Fall richtig gut. Die Down Air, Down Smash, die ganzen Down Sachen killen auch übertrieben gut. Und die Back Air, also auch die Lanze. Ja, Byleth ist ziemlich krass. Nachdem man anfänglich dachte, dass Byleth relativ schlecht ist, doch hier und da mal represented, natürlich auch von MK Leo, groß gepusht, aber ja, offensichtlich hat der Charakter was. Gut, Game Nummer 2. Wir gehen diesmal auf, oh Gott, Boss Battle Song 2. Ach die, das ist doch hier, wie hieß der nochmal, Tabu von Brawl. Und das fängt hier, wow, wow. Auch das könnt ihr klippen. Wie ist das denn so schnell passiert? Die Downer killt da schon. Wow. Crazy. Therion on fire einfach. Wie lange ist es her? Das hatte Therion schon mal. Jetzt ist wieder die Zeit gekommen. Oh. Oh mein Gott, fast schon wieder gespiked. Hätte wahrscheinlich nicht gekillt, aber... Ja, okay, aber Splash Mage gut zurückgeholt. Nachdem so früh ein Kill passiert ist, da hat er, glaube ich, 24% gerade erst. Okay. Oh mein Gott, der Down Smash war insane. Das Callout einfach. Okay. Und weggespiked. Tatsache. Und wir sind wieder einen ganzen Stock auseinander. Mal gucken. Splash Mage. Hat ja auch den letzten sehr schnell wieder zurückgeholt. Ein spannendes Battle auf jeden Fall. Ist auch ein cooles MU. Oh oh.
Splash-Match braucht ein bisschen Batterie. Sollte das noch ein langes Set werden, dann könnte das zu einem Problem werden tatsächlich. Und da fragt man sich natürlich, wie löst man das? Okay. Die Downbee. Crazy. Also 2-0 jetzt hier gerade für Therion. Hatte der im Losers gestartet? Ich glaube, der ist Zweiter in seinem Pool geworden. Aber ja, es ist auf jeden Fall krass, ein krasser Losers-Run bisher. Und es sieht auch nicht so aus, als ob der beendet wird hier. Aber noch ist das Ganze nicht um. Also man sieht auch immer wieder, dass Splash Mage hier gute Chancen auch hat. Einmal bitte switchen. Danke. Wir gehen in Game Nummer 3. Das, ja, potenziell letzte Game von diesem Set. Oh! In diesem zweitletzten Set auch. Oh. Okay. Viel Damage. Gutes Momentum. Also bisher komplett even, wie wir sehen können. Oh, aber hier die Runoff Fair. Mehr into Runoff Fair. Klärt hier den Stock. Tyrion macht direkt weiter mit dem Damage. Ah. Ja, okay, das ist so ein DI-Mix-Up-Ding, ne? Also, wenn man von der Abi getroffen wird, dann darf man eigentlich, muss man einfach so DI'en, dass der Gegner einen nicht mit der schlimmsten Option trifft. In dem Fall die Down Air, die einfach schon super early kill. Dash Attack, hier der Jab killt fast. Splash Mage noch nicht allzu sehr minus, sag ich mal. Oh, der F-Smash, raw. Okay, also schafft es auch zugleich. Oh, eine Sekunde nicht geguckt. Und schon ist der Stock weg. Oh, und da trifft auch mal die Downer wieder. Das ist so ein Damage Race gerade. Guckt euch das mal an. Drin hier gerade. So Damage Race mäßig, wie das hier gerade abläuft, ist das sehr momentumabhängig. Wer das hier gewinnt. Oh. Allerdings braucht Therion wahrscheinlich noch eine Up-Air oder einen Up-Smash, um das ganze Ding zu entscheiden. Oh. Oh, aber doch, das wird hier noch ziemlich knapp gerade. Das könnte tatsächlich doch in Richtung Splash Mage gerade gehen. Oh. Oh, what? Das killt? Okay. Ich dachte, das würde ihn eher naja, gefangen. Also fangen. Okay. Also 2-1. Splash Mage schafft es auf Hollow Bastion ein Game zu ziehen. Und damit gehen wir in Game Nummer 4. Mal schauen, was Therion jetzt counterpickt. Ich sehe schon gerade Small Battlefield. Haben wir in dem Set auch schon gesehen. Und wir bleiben bei Robin. Kein K-Rool. Gucken wir mal auf die Uhr. Genau 18 Uhr. Okay. Oh. Oh. Ah. Chain leider gedroppt, aber 35%. Okay, wir hören dann so. Okay. Metal Kram, ich weiß nicht von welchem Franchise das oder wie das auch noch heißt, das Lied.
Ja, da haben wir den auf Smash. Erster Stop geht also an Splash Mage. Okay, also es geht praktisch direkt genau so weiter mit Splash Mage. Hält das Momentum aufrecht und macht hier guten Damage und kommt hier langsam in die Position, hier noch einen zweiten Stop zu ziehen, wenn er noch einen confirmed trifft. Ja, und Scratch kann beides relativ wenig machen bei dem Set. Okay, da ist der Downtail. Oh, okay, geht noch nicht. Schreibenschlag, Combo. Oh, oh, oh. Oh, schön. Oh. Aber da die Forward Air bei dem Prozent ultimativ stark anscheinend schon. Splash Mage macht super schnell viel Schaden. Oh. Ja, Fury hat natürlich jetzt noch einiges zu tun. Splash Mage gleicht also aus. 2-2 und es geht in ein Game 5. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das auf einmal so umschwingt, das Momentum. Interessant. Mal gucken, ob das jetzt hier im Game Nummer 5 auch zu sehen ist. Und hier im Hintergrund, ihr seht das gar nicht, ne? Aber im Hintergrund von der Player Cam kann man auch Yoshi und Piranha Pflanze sehen. Uns wurden da einige Bilder geschenkt. Wurden ein paar Bilder gemalt, ziemlich cool. Okay. Oh. Oh. Okay, diesmal geht's andersrum los anscheinend. Oh, what? Das war echt crazy up Smash. Der war niemals von Missing Put. Also es ist wahrscheinlich Runoff, Up Air oder so, aber dass der up Smash getroffen hat, ist crazy. Was glaubt ihr? Schafft Theron hier den kompletten Run, den Losers Run? Dann ist das Splash Mage und SDM noch vorbei. Und die Train, aber noch kein Kill. Oh! Oh! Auch das killt nicht. Max Rage. Okay, der F-Tilt klärt. Aber hier muss man natürlich diesen Stock erstmal behalten. Das ist nicht leicht. Oh. Okay, noch ein. Trifft so viele Abis im Early Game. Oh, das sieht schlecht aus. Ja, Smash. Okay. Das ist ein Gepoke hier gerade, ne? Ein Gepoke und ein Gekite. Und oh mein Gott, das war ein sehr wichtiger Kill hier gerade. Okay, noch ein AP. Back Air. Okay. Was machen wir hier? Das war doch eine Option gerade, auch auf die Plattform jumpen und mit Down Air. Crazy. Okay. Der Jump hier alles gerade. Okay.
Dummy. Ich nehme an, das war ein bisschen voll. Oh, der Down Smash killt aber sowas von. Das ist 3-2 für Therion. Meine Prophezeiung ist immer noch online. Er könnte das ganze Turnier hier gewinnen.